Es ist wie eine neue Welt, die nach ganz anderen Parametern funktioniert, wie die Welt, in der wir uns bisher bewegt haben. Sehen, bewegen und interagieren, das sind die zentralen Merkmale von Augmented Reality. Welche Vorteile diese neue Technologie für unsere Gesellschaft bringen kann und wie sie unseren Alltag beeinflussen wird, das erzählt uns Arkadi Egisarian, diesmal bei NetElight. Wow! Ja, das funktioniert wirklich. Ich komme ein bisschen vor wie so 2007 mit meiner Crunchband im Türkenschanzwirt, und das ist ja wirklich der Türkenschanzwirt, oder? So, echte Zeitreise. Jetzt, sag mal, wie funktioniert das und was ist jetzt Augmented Reality? Weil ich glaube, das ist genau das, oder? In dem Fall handelt es sich um ein Projekt, welches wir gemeinsam mit der BOKU Wien umgesetzt haben, um das TÜWI zu digitalisieren und einen digitalen Zwilling daraus zu erstellen. Dieser digitale Zwilling kann verwendet werden als Augmented Reality oder Virtual Reality. Vielleicht ganz kurz zum Unterschied. Virtual Reality ist genau das, was du gerade erlebt hast. Das heißt, du bist in einer 360-Grad computergenerierten Welt und kannst dich darin bewegen, kannst interagieren. Und Augmented Reality übersetzt bedeutet auch die erweiterte Realität. Da geht es darum, dass man digitale Inhalte sozusagen mit der realen Welt verknüpft. Okay, also ich habe sie jetzt schon verwechselt. Aber es passiert wahrscheinlich vielen Leuten, oder? Wirst du da öfter angesprochen mit, oder gibt es da oft Verwirrung? Ja, vor allem, weil Virtual Reality doch sehr geläufig ist mittlerweile. Man kennt die Brillen, man hat sich damit schon ein bisschen beschäftigt. Und Augmented Reality verwendet fast jeder. Und trotzdem wissen sie nicht, dass es Augmented Reality ist. Also was zum Beispiel, also was gibt es da für Beispiele, wo wir es verwenden und gar nicht wissen, dass wir es eigentlich schon verwenden? Bei jeder Videoplattform, wo man im Hintergrund sozusagen einen Banner auswählt oder den Hintergrund etwas unscharf macht, nutzt man Augmented Reality. Man erweitert die Realität. Das Bild wird mit zusätzlichen Inhalten ergänzt oder wenn man sich am Hasenohren oder eine Hundezunge oder sonst was dazulegt, ist alles die Erweiterung der Realität. Okay, und was bringt das jetzt für einen Nutzen? Ist ja ganz lustig, am Handy jetzt sich Ohren aufzusetzen oder Sonnenbrillen, keine Ahnung. Was für einen effektiven Nutzen kann das für die Menschheit bringen? Also zunächst einmal muss man das Ganze beobachten aus einer etwas weiteren Sicht. Also in der Wissenschaft spricht man von der vierten technologischen Transformation. Um das zu verstehen, vielleicht die ersten drei Transformationen, das waren Computer, also PC, danach kam das Internet, danach hatten wir die Smartphones. Ich glaube, alle drei Transformationen haben unser Leben wirklich verändert und transformiert. Und jetzt stehen wir am Rande der vierten technologischen Transformation. Dazu gehört künstliche Intelligenz und ein Unterteil davon ist Augmented Reality und Virtual Reality. Und wer sind da so die Global Player? Also wird da schon im Hintergrund der Großkonzerne dran gearbeitet? Es wird tatsächlich schon sehr lange an Augmented Reality gearbeitet. Also ich bin im Augmented Reality Bereich schon seit circa 10 Jahren, habe mich seit damals damit beschäftigt, ganz viel in Forschung und generell technologische Entwicklung und Innovation meiner Zeit investiert, um zu sehen, was sich da tut. Das sind die großen Global Player drinnen, wie Meta, also ursprünglich Facebook. Zuckerberg. Genau. Apple, Samsung, Google, Qualcomm und. Alle haben entweder eine Brille entwickelt, haben eine Plattform, eine Software für Augmented oder Virtual Reality zur Verfügung gestellt oder sind gerade dabei, ihre neuesten Innovationen in dem Bereich auszurollen. Das heißt, kann ich mir das dann so vorstellen, also ich spaziere jetzt mit meiner schicken Augmented Reality Brille herum, quasi sehe ein Schaufenster und dort stehen Schuhe drinnen und da brauche ich gar nicht mehr ins Geschäft gehen, schaue mir die Schuhe an und drücke auf Kaufen und kann schon zum nächsten Fenster gehen. Ist das so ähnlich oder? Die Anwendungsfälle sind natürlich weitreichend. Dadurch, dass es keine konkrete Brille noch gibt, die in Verwendung ist, also es gibt ein paar, die schon den Consumer-Markt erreicht haben, aber dadurch, dass es noch keine konkreten
Brillen und Hardware und Software gibt, ist es natürlich eine Frage, wie sich die tatsächlichen Anwendungsfälle entwickeln werden. Aber die Forschung sagt tatsächlich, dass eines der Anwendungsfälle genau das ist, was du gerade beschrieben hast. Ah, okay. Ja. Und die, es hat ein Spiel gegeben, ne, vor ein paar Jahren, ich glaube von Nintendo, Pokémon Go. Ja? Hat das eigentlich die Entwicklung beschleunigt oder auch angetreten zu einem gewissen Teil? Jein, also die Entwicklung nicht, aber es hat den Namen Augmented Reality zumindest einmal in die Medien platziert, obwohl das Spiel ursprünglich kein Augmented Reality per se war, hat das aber sehr gut getan, sozusagen dem Namen und der Wirkung etwas beizutragen. Also ich kann mich erinnern, 2014, 15, jedes Mal, wenn ich von Augmented Reality gesprochen habe, musste ich einmal eine Viertelstunde, 20 Minuten erklären, was diese Technologie mit sich bringt, was das Potenzial ist. Nach 2016 waren das nur noch 5 bis 10 Minuten, weil natürlich durch Pokémon Go jeder schon Augmented Reality zumindest einmal gehört hat, auch wenn sie damit nicht gespielt haben, und wussten, worum es ungefähr geht. Also es hat meiner Arbeit zumindest ein bisschen beigetragen, und erleichtert. Ah, super. In welche Richtung geht jetzt deine Arbeit speziell momentan? Ich bin Geschäftsführer der Euvig Software GmbH und bei uns wissen wir, dass ohne Veränderung sozusagen nicht nur der Mensch, sondern auch kein Unternehmen sich lange entwickeln kann und verbessern kann. Und eines der Entwicklungen, die wir seit letztem Jahr sehr stark implementiert haben, ist der Kernpunkt Augmented Reality und Virtual Reality, um hier unterschiedliche Projekte umzusetzen, einen tatsächlichen Mehrwert zu schaffen in der Kommunikation und Informationstransformation, also ganz viel Wissensvermittlung mit Augmented Reality. Wie kann man sich das, diese Wissensvermittlung dann vorstellen, als jetzt unbedarfter Laie, der das erste Mal hört? Wie kann das ausschauen? Also wie kann man mit der Augmented Reality quasi Wissen vermitteln? Du hast ja gefragt, wo ist denn der tatsächliche Nutzen von Augmented Reality? Die Jugendlichen heutzutage arbeiten und nutzen Geräte, mobile Geräte vor allem sehr, sehr viel. Also wir haben zumindest die 0- bis 7-Jährigen verwenden 70% ihrer Zeit digitale Medien. 0 bis 7. Ihrer Freizeit? Oder ich meine, sind Kinder. Überhaupt ihre Zeit. Ihre Sie Zeit. Haben 70%. 70%. Da gibt es genug Studien dazu, das kann man nachschauen. Und die sind natürlich unterteilt in unterschiedliche Medien, ob das Video ist, Audio, Bilder und so weiter und so fort. Medienkonsum einfach. Medienkonsum. Okay. Die Jugendlichen heutzutage sind dadurch extrem unterfordert, wenn sie klassische analoge Medien zu sehen bekommen. Was wir jetzt mit Augmented Reality machen, da gibt es unterschiedliche Anwendungsfälle. Ein Anwendungsfall wäre zum Beispiel, es hängt ein Poster. Man geht mit einer App über ein Poster drüber und sieht, wie das Poster zum Leben erweckt wird. Man kann dann interagieren, es gibt Frage-Antwort und man kann dann damit sozusagen direkt zu einem Call to Action kommen. Ja. Ein anderer Anwendungsfall, den wir jetzt umgesetzt haben, ist ein digitaler Kulturpfad in Marie-Enzersdorf. Das heißt, dort kann man den Kulturpark in Marie-Enzersdorf besuchen und mit Hilfe von Augmented Reality zu diesem Park zusätzliche Informationen durch einen digitalen Avatar zu hören bekommen. Und audiomäßig oder auch visuell? Die Wissensvermittlung in Augmented Reality, das sind einige Forschungen, die wir betrieben haben, beziehungsweise auch andere Forscher betrieben haben, kann nur gut funktionieren, wenn man unterschiedliche Komponente verbindet. Da gehört Audio dazu, da gehört Visuelles dazu, aber auch ganz wichtig, Interaktivität. Das heißt, man muss mit dem Inhalt interagieren können. Ob das ein Quiz ist, ob das jetzt zusätzliches Minigame ist oder sonst was, das braucht man, damit der Nutzen so hoch wie möglich ist. Okay, verstehe. Und bei all diesen digitalen Welten, in der du dich beruflich quasi bewegst, haben wir hier etwas extrem Analoges liegen, oder? Was ist das und worum geht's? Ja, das ist ein Stimmgerät oder Stimmschlüssel eigentlich für ein Klavier. Ich habe vor kurzem ein Klavier besorgt für mich zu Hause, damit ich sozusagen aus diesen digitalen Welten auch in die analoge Welt kommen kann und mich ein bisschen entspannen. Und verwende meine Zeit hobbymäßig, um das Klavier zu stimmen, weil es leicht verstimmt ist. Und ja,
Das funktioniert ziemlich gut. Mhm. Dadurch, dass ich es zum ersten Mal mache, mache ich dementsprechend viele Fehler. Dann greife ich zu anderen Noten und verstimme das ganze Klavier noch einmal. Dann starte ich noch einmal von vorne. Das heißt, du hast dann noch mehr Erholungszeit eigentlich. Ja, genau. So ist es. Also so sehe ich das zumindest. Mhm. Aber es macht unglaublich viel Spaß. Mhm. Das heißt, du hast auch ein bisschen einen musikalischen Background, oder? Also gehe ich jetzt mal davon aus. Ja, meine Eltern waren Musiker sehr lange und dadurch war unser Zuhause immer gefüllt mit Musik und mit Unterhaltung. Irgendwann einmal bin ich leicht in die Fußstapfen getreten, habe dann zwei Musikinstrumente gelernt, Klarinette und Duduk ist ein armenisches Volksinstrument, mhm, und dann mitten in der Schulzeit auch irgendwann begonnen, Klavier zu spielen. Okay, und hast du jetzt vor, nachdem es dann gestimmt ist, wie geht es dann weiter? Willst du dich jetzt mehr aufs Klavier legen, sozusagen, zum Spielen auch? Ja, also das ist jetzt sozusagen eine neue Aufgabe für mich persönlich, damit ich als Ausgleich oder einfach zum Spaß immer wieder mal ein paar Sachen spielen, lernen kann, mein Hirn anders anstrengen kann. Und ja. Genau. Wie ist eigentlich der Unterschied, wenn man jetzt was Analoges tut oder was Digitales tut? Gibt es da schon Studien, welche Gehirnregionen da angesprochen werden? Nicht, dass ich wüsste. Ich kann aus persönlicher Erfahrung nur sagen, alles, was man digital umsetzt, hat wenig Unterschied zum analogen Umsetzen, rein von der Aktivität her, weil man muss genauso das Hirn anstrengen, man muss genauso einen Lösungsweg finden und schauen, wie es funktioniert. Mhm. Der einzige Unterschied ist das Medium per se. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach zumindest die Unterschiede zwischen digital und analog. Diese digitale Welt, ich meine, funktioniert ja auch nur gut, wenn es 5G-Netze gibt, Datenvolumen, Datentransfer, schnelle, moderne Technologie. Ist es jetzt eigentlich erst möglich, diese Schritte zu gehen, ja, mit der Augmented Reality im alltäglichen Leben, oder wäre das auch früher schon gegangen? Augmented Reality und Virtual Reality gibt es seit den 70er, 80er Jahren circa. Das heißt, dort wurden schon die ersten Brillen ausprobiert, dort wurden schon die ersten Sachen angeschaut. Hier geht es wirklich auch darum, so wie du es gesagt hast, es braucht andere Technologien, die mit der Zeit auch entwickelt werden. Also 5G-Netze sind ganz wichtig. Ich glaube, wir sind noch weit nicht dort, wo wir eigentlich sein müssten, damit wir Augmented Reality und Virtual Reality tadellos nutzen können. Das heißt, mit dem 6G bzw. 7G werden wir dann tatsächlich eine Massenimplementierung sehen und auch eine Skalierung in dem Bereich. Okay, verstehe. Also ja, diese Zukunft ist eine interessante. Ne? Und genau über diese Zukunft und über noch sehr viele andere interessante Dinge im Zusammenhang mit Augmented Reality, das schauen wir uns im zweiten Teil an.